Im Winter, wenn es draußen kalt ist und schneit, träumt der Georg gern von der Maienzeit. Herzlich willkommen hier am Kühberg am Marienstöckl. Der Georg hat mit seiner Frau dieses Marienstöckl aufgebaut, 1987 schon, hier am Landshütter Höhenweg. Man hat hier einen wunderschönen Blick auf die mittelalterliche Burg Drausnitz und auf die gotische Kirche St. Martin. Hier komme ich her, wenn ich nach Notfallseelsorgeeinsätzen Menschen in Akutsituationen begleitet habe. Zum Beispiel nach einem tödlichen Verkehrsunfall, nach erfolgloser Reanimation oder Suizid, komme ich hierher, um aufzutanken, um Sachen abzugeben an die Gottesmutter. Nicht nur im Mai, sondern das ganze Jahr über sind wir im Einsatz zusammen mit dem Kriseninterventionsteam vom BRK. Als Notfallseelsorger begleiten wir Menschen in Akutsituationen. Es ist erste Hilfe für die Seele. Wir bringen die Menschen aus der Ohnmacht, aus dem Trauma in die Trauer. Wir bauen Brücken. Als Seelsorgerinnen und Seelsorger halten wir die Stille aus. Und genau in so Situationen habe ich festgestellt, dass die Maria die richtige Ansprechpartnerin ist, weil sie in ihrem Leben wirklich ganz am eigenen Körper diese Ohnmacht, diese Trauer und diese Wut und Verzweiflung gespürt hat.